горит где-то в глубине. Geht ab, Freunde des gepflegten Radfahrens. Heute ist Race Day und zwar ist den ganzen Tag heute Fahrradrennen an der Kö und das Ganze heißt Rund um die Kö und an dem ganzen Renntag sind noch verschiedene Fahrradrennen, da ist auch ein ABC-Rennen und wir vom Team Life is a Ride veranstalten da heute auch ein Fixgear-Fahrradrennen, heißt wir fahren mit Bahnrädern. Also, ja, alle nennen es Fixie und die haben natürlich keine Bremse und ich zeige auch nochmal kurz, wie so ein Fixie aussieht und wie so ein starrer Gang aussieht, für die, die es nicht wissen. Die meisten wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Ich sagte Fixie aka Bahnrad und das ist ein starrer Gang. Die Pedale drehen sich quasi weiter und deswegen das Ganze ohne Bremsen. Ist halt auch nicht direkt wie ein Rundschritt, also quasi wenn man aufhört zu treten, muss man hier so ein bisschen gegensteuern. Und dann hört das halt auch irgendwann auf oder kurz bevor man in die Kurve geht, hört man hier quasi halt auf zu treten und dann kann man halt so leicht bremsen. Genau so sehen die Fixies auf jeden Fall aus und so funktioniert das Ganze. Heute haben wir irgendwie vom Wetter ein bisschen Pech. Es regnet irgendwie schon den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video vielleicht sogar auch hört. Deswegen werden die Straßen auf jeden Fall ein bisschen rutschig. Heißt, nicht so tief in die Kurve legen und mal gucken, wie viele Leute sich auch heute an den Start verirren. Ja, das Rennen heißt zwar rund um die Kö, aber eigentlich geht es nur um Viereck. Ich blende die Runde auch noch mal kurz ein, dann kann man das sehen. Eigentlich geht es nur hoch und runter, das im Viereck und die Rundenlänge ist 1,1 Kilometer. Wir fahren bei dem Fixie-Rennen, fahren wir, ich glaube 45 Kilometer dann. Genau. Ja, ich habe die GoPro auf jeden Fall hinters Fahrrad geschnallt und dann kommt gleich auch noch mal ein bisschen Race-Footage und ja. Ja, wir vom Team Life is a Ride sind natürlich auch aufgeregt, Veranstalter zu sein. Ist immer ganz cool, auch gerade wenn die Fixie-Szene so ein bisschen größer wird und immer mehr Leute an den Start kommen. Ja, das Wetter wird wahrscheinlich heute einige vertreiben, aber wir haben trotzdem Bock und hoffen natürlich, dass auch einige dann kommen. Das letzte Rennen haben wir in Köln veranstaltet. Das war auch richtig cool, also eine coole Veranstaltung. Da hatten wir auch neben den normalen Schalterrennen, also neben den normalen Rennradrennen, hatten wir auch ein Fixie-Rennen, das ist auch ziemlich gut angekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir packen jetzt unsere Sachen und dann geht's ab an die Kö. Und, was sagst du? Wird es gleich noch aufhören zu regnen? Ja, wird es. Denn das Glas ist halb voll. Richtig, genau. So verbleiben wir jetzt erstmal und hoffen gleich, dass es aufhört zu regnen. Für den Moment sieht es auch noch ganz gut aus, aber irgendwie wechselt das alle 2-3 Minuten. Starter jetzt da oder geht? Ja, doch, es sind doch mehr gekommen bei dem Wetter als wir eigentlich ja, gedacht hätte, ne? Okay. Die Holländer sind auch einige da und okay.
Sag mal, dein Rucksack. Congrats, man. Congrats, Tim. Team Witch, Cornelius Kersten. Congrats, Jan-Willem Grönefeld, Team Witch. Good job, man. Very good. To see you next year again. Yeah. Danke an alle, die das hier möglich gemacht haben. So, und jetzt bin ich wieder zurück aus Düsseldorf, habe mir gerade einen Kaffee gemacht und ich war duschen und bin raus aus den nassen Klamotten. War auf jeden Fall eine richtig nasse Angelegenheit. Ja, nochmal zum Rennen. Überall ist das Wasser rumgespritzt und dann in der ersten Kurve ist mein Vorderrad auch so ein bisschen gerutscht und ab da hatte ich da einfach mega Schiss, irgendwie ja, einen rauszuhauen, habe in jeder Kurve irgendwie zu spät angetreten, bin quasi nur noch mit angezogener Handbremse in die Kurve und irgendwie, ja, da kann man auch nicht mehr viel erwarten. Ja, deswegen bin ich dann von der Hauptgruppe abgerissen und war quasi mit noch ein paar anderen Jungs irgendwie in der Verfolgergruppe, haben aber auch nicht mehr viel gerissen. Ich bin im Endeffekt eigentlich nur froh gewesen, dass ich mich nicht hingelegt habe. Nur auch ein paar dann gestürzt, aber nichts Wildes dabei gewesen. Also jetzt nicht mit Krankenwagen, sondern alle haben ein bisschen so die Tapete irgendwie hier dann am Arm abgehabt und an den Beinen halt, aber alle, sag ich mal, glimpflich ausgegangen. Alle sind noch gesund und munter nach Hause gekommen, quasi nur mit dem Schrecken. Ja, war auf jeden Fall trotzdem richtig witzig und ich hoffe, ich kann nächstes Jahr auch wieder dabei sein und kann mich auch nur für die Organisation bedanken, also der Alex, unser Häuptling von Life is a Ride, verlinke auch mal unten seine Seite und auch unsere Facebook-Seite, kann man nochmal gucken, der hat richtig gute Arbeit geleistet und der Jörn auch mit der Moderation und natürlich auch die schicke Mütze als Hauptsponsor, die richtig geile Preise rausgehauen hat. Genau, und ja, nächste Woche ist quasi das Abschlussrennen von der NL Crit Series und dann sieht man sich bestimmt nochmal da. Ja, und ich lasse jetzt den Abend ausklingen und sage einfach ciao.